Wie wild kann die Natur eigentlich sein? Wie spannend können die Ergebnisse der Plattenverschiebungen eigentlich aussehen? Und was muss ein Gebirge eigentlich können, um auf der ganzen Welt als der wilde Kaiser bekannt zu sein? Das und vieles mehr heute bei Berge im Porträt. Wilder Kaiser. Um einmal wieder die Berge im Porträt auch nach Österreich zu holen, habe ich heute eine ganz besondere Gebirgskette aus der Schublade geholt. Denn um einen Berg allein geht es heute, wie schon so oft, nicht. Der Wilde Kaiser ist zwar ein Name, aber dahinter befinden sich viele Gipfel und noch viel mehr Geschichten. Doch alles nach der Reihe. Das Offensichtliche zuerst. Der Wilde Kaiser gehört optisch zu den spannendsten Gebirgsketten in den kompletten Ostalpen. Genauer gesagt steht er im östlichen Teil Nordtirols und ist mit einer Länge von 20 Kilometern ein vergleichsweise kurzer Gebirgsstock. Eindrücklich macht ihn aber vor allem die extreme freistehende Form und die harten und ausladenden Kanten und Ecken. Denn im gesamten Umland gibt es kaum Felswände, die es optisch mit dem Wilden Kaiser aufnehmen können. Nicht mal der zahme Kaiser, denn dieser ist der zweite Teil des Kaisergebirges und der direkte Nachbar des Wilden Kaisers. Und der zahme Kaiser, der heißt tatsächlich so, weil der Nachbar eben so viel wilder ist. Aber wieso heißt der Wilde Kaiser denn eigentlich wild? Um das herauszufinden, muss man weit, also wirklich weit zurück in die Geschichte. So weit sind wir in der Tat bei Berge im Porträt noch nie zurückgegangen, nämlich in das Jahr 25.000 vor Christus. Da war noch nicht mal die Merkel im Amt. Jedenfalls gab es bereits vor 27.000 Jahren Menschen um den Wilden Kaiser. In der berühmten Tischhofer Höhle wurden nämlich diverse Gegenstände gefunden, die nachweislich den Jägern der Steinzeit als Waffen zugeordnet werden konnten. Diese wurden genutzt, um die Tiere, die sich in der Tischhofer Höhle versteckten, zu erlegen. Doch wild nannten die Menschen den Kaiser damals noch nicht. Aber als der Mensch sesshafter wurde und die Kaiserregion 3000 vor Christus erstmals richtig besiedelt wurde, war klar, dass es irgendwas auf sich haben muss mit diesem Berg. Er war historisch ein wichtiger Zufluchtsort, Ort für die Jagd und gleichzeitig ein gutes Gebiet für die Ausbreitung, da rund um den Kaiser Täler die Landschaften zieren. Spätestens im Mittelalter war das allen klar und die Besiedelung rund um das Kaisergebirge begann. Es ist in der Herrschaft Kufstein der Kaiser ein sehr hohes Gebirg, so einer kaiserlichen Krone gleich ist, seiner vielfältigen Zinken halber, das auch, dass er in der Heche vielmals wegs weit, als ob er rund und gekrönt wäre, gesehen wird. So wird später 1611 ein Kartograf zitiert. Da hatte der Kaiser zwar schon seinen Namen erhalten, doch hiermit war auch eine naheliegende Erklärung geliefert. Erst bestiegen wurde der Kaiser offiziell erst, ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Der höchste aller Gipfel, der Ellmauer Halt, wurde erstmals am 29. Juni 1869 erklommen, durch den Bergführer Johann Schlechter und seinen Gast Karl Hoffmann. Doch das Offizielle spielt am Wilden Kaiser eine absolut untergeordnete Rolle. Denn tatsächlich kann man die echte Erstbesteigung überhaupt nicht beziffern. Es wird offiziell davon ausgegangen, dass der Wilde Kaiser und all seine Gipfel schon lange vor dem offiziellen Besteigen erreicht wurden. Denn in erster Linie war der Berg immer schon der Anziehungspunkt für Jäger und Aussichtsliebhaber. Förster und Jäger der Regionen Ellmau, St. Johann und Going hat es immer wieder auf die Gipfel dieser Berge verschlagen, jedoch ganz ohne offizielle Dokumentation. Der Wilde Kaiser bietet damit auch etwas Ungenaues, etwas, was nicht beziffert, quantifiziert oder bewertet werden kann. Etwas Wildes. Doch machen wir einmal einen Schritt nach vorn und beschäftigen uns mit den Gipfeln des Wilden Kaisers. Fast alle Gipfel des Kaisers sind nur durch Felskletterei oder Klettersteige zu erreichen. Kaum ein Weg an die Spitzen der Zacken dieser Krone sind leichte Touren. Die Krone des Kaisers will sich also wahrlich verdient werden, vor allem wenn man die höchsten Punkte der Felsen erreichen will. Daher enden heute viele Touren auf Vorbauten und in Teilbereichen des Wilden Kaisers, weil viele Wege auf diese Kaisergipfel schlichtweg nicht recht massentauglich sind. Demgegenüber steht aber eine besondere Tour auf den wohl wichtigsten Gipfel des Kaisers, den Ellmauer Halt. Dieser ist der höchste Gipfel im Kaisergebirge und bekam somit eine besondere Bedeutung. Für die Besteigung des Ellmauer Halts braucht es heute nur noch Klettersteigkenntnisse bis C, Klettererfahrung im leichten Gelände und die klassische Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Denn auch wenn der Ellmauer Halt heute als leichte Bergtour auf den höchsten Gipfel gilt, der Weg sollte nicht unterschätzt werden.
letztlich aber dennoch eine Entweihung eines doch so mächtigen Gipfels. Gott sei Dank gibt es aber noch viele andere pfiffige Alpinisten in den Geschichtsbüchern, die deutlich mehr Arbeit in die Findung von schönen Wegen auf den Elmauer Halt steckten. So entstanden auch Routen wie der Ostgrat im vierten Schwierigkeitsgrad beim Klettern, aber auch extrem selten begangene Geheimtipps wie die Südostwand, eine Risskletterei, die psychisch die höchsten Anforderungen an den Alpinisten stellt. Mit 2344 Metern Höhe ist der Elmauer Halt auf dem Papier kein Gigant. Und auch im Kaiser lässt sich manchmal richtig schwer sagen, welcher hier eigentlich gerade der höchste sein soll. Der Wilde Kaiser zeichnet sich nicht durch einen Gipfelpunkt mit dem einen Kreuz und der einen Tour aus. Es ist das Sammelsurium der faszinierenden Felstürme. Insgesamt über 40 Gipfel zählt nur der Wilde Kaiser. Und da ist der zahme Kaiser noch gar nicht mitgerechnet. Somit hat man am oder im Kaisergebirge unterm Strich mehr Gipfel und mehr Touren zu erledigen, als die meisten Menschen von uns in ihrem Leben überhaupt Zeit finden würden. Gipfel, zu dem unter anderem die Maugspitze, die Karlspitze, die Ackerlspitze, aber auch die Töllspitzen zählen. Und nicht nur die Spitzen, auch die Scharten sind eine Schönheit für sich im Kaiser, wie beispielsweise das Elmauer Tor. Denn von hier aus steht man zwar nicht ganz oben, aber man hat einen unglaublich guten Blick dafür, was zwischen dem eigenen Stand und dem ganz oben eigentlich so passieren kann. Denn hier zieht auch die berühmte Fleischbank nach oben. Neben dem eher leichten Fleischbank Nordgrat ziehen auch Routen von Berühmtheiten wie Stefan Glowacz ganz in der Nähe im 10. Schwierigkeitsgrad nach oben und fordern die stärksten Kletterer unserer Zeit heraus. Der Wilde Kaiser ist eben ein Alpinistenspielplatz für jeden Geschmack. Weshalb der Kaiser auch schon früh zu einem Naturschutzgebiet erklärt wurde und somit das Bivakieren verboten und andere Einschränkungen zum Schutze der Natur festgelegt wurden. So ist der Wilde Kaiser zum Beispiel auch vor der Neuerrichtung von Seilbahnen geschützt. Zum Glück. Und weil der folgende Aspekt oftmals doch viel zu kurz kommt, an dieser Stelle jedenfalls noch die Erwähnung. Durch die Tatsache, dass auch der Wilde Kaiser der Eiszeit zum Opfer gefallen ist, sieht man heute viele besondere und seltene Tiere und auch viele seltene Pflanzenarten rund um den Felsstock. Der Wilde Kaiser ist am Ende des Tages nicht der extreme Berg im Hochgebirge. Er ist nicht der höchste Berg von sowieso und auch keine unfassbare Erstbesteigung mit internationaler Berühmtheit war dabei am Start. Das alles ist der Wilde Kaiser definitiv nicht. Letztlich ist aber mindestens genauso berühmt wie viele andere Klassiker in den Ostalpen. Irgendwas muss also dran sein am Wilden Kaiser. Unterm Strich wohl die Tatsache, dass es fast nicht zu glauben ist, dass so eine raue und harte Formation inmitten idyllischer Wiesenberge stehen kann. Der Wilde Kaiser ist ein Paradies für Kletterer und auch alle, die es erst werden wollen. Wenn ihr mal Lust auf eine Folge Alpaka unterwegs im Kaisergebirge habt, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, dann nehme ich euch gerne mal mit auf eine der tausenden Touren im Wilden Kaiser. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!